Herzlich willkommen zu deinem Jahresrückblick. Wir fangen an mit den positiven Zahlen. Wie ich sehe, hatten die Kinder dieses Jahr nur 5-mal Magen-Darm und insgesamt waren sie nur 200 von 365 Tagen krank. Schon mal eine Steigerung zum letzten Jahr. Weiter so. So, was sehe ich hier noch? Insgesamt 365.000 Fotos von den Kindern gemacht unter dem Album Mein Herz, mein Leben. Und nur doppelt so oft hast du sie dann kleine Kackbitches genannt. Das ist ein guter Schnitt. So, kommen wir zu den nicht ganz so positiven Dingen, aber ich habe letztens eine Schulung gemacht, von daher weiß ich, wie das funktioniert. Wo würdest du deine Stärken in diesem Jahr sehen? Konsequent? Nee. Zu sagen, du hast jetzt 3 Tage Nintendo-Verbot und dann das nur 30 Minuten durchzuziehen, ist nicht besonders konsequent. Aber immerhin 30 Minuten. Immer das Positive. Immer das Positive. Ist aber auch gar kein Thema. Nehmen wir mit auf die Liste fürs nächste Jahr. Und ich habe hier aber noch ein fettes Sternchen stehen. Und zwar hast du letztens so geschrien, dass du das 5-gestrichene Cis getroffen hast. Also, erstmal Gratulation dafür. Und das kann nicht jeder. Sonst haben wir hier 327.000 Nervenzusammenbrüche. 6 Millionen Mal hattest du eine leichte Selbstfindungskrise. 85.000 Mal kam aus deinem Mund, ich mach den Scheiß hier nicht mehr mit. Aber, und jetzt kommen wir wieder aufs Positive, wir haben das Jahr geschafft. Das war unser Ziel vom letzten Jahr. Das ist auch das Ziel fürs nächste Jahr. Von daher, ich sehe da alles im grünen Bereich. Und wie sage ich immer so schön, ne? Es wird nicht besser, nur anders und schlimmer. Von daher, neues Jahr, neues Glück.